Wenn es so weiterläuft und jetzt wirklich nicht in eine echte Krise sich wendet oder wir in eine Rezession geraten, sogar eine weltweite Rezession, da glaube ich, dass wir definitiv mit der Transportlogistik auch in der nächsten Edition wieder weiter wachsen können. Die Nachfrage ist heute schon da. Wir haben Nachfragen nach Standvergrößerungen, nach weiteren Ausstellern, die kommen wollen. Insbesondere zum Beispiel auch aus China. In China haben sich unsere Ausstellerzahlen verdoppelt. Auch da ist jetzt schon zu sehen, dass die Nachfrage noch mal ein bisschen größer sein wird. Also wir sind da eigentlich ganz gut mutig, dass es auch die nächste Edition wieder sehr erfolgreich wird.